Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, herzlich willkommen zu Let's Play Civilization 5. Wir sind Polen und viele von euch haben in den Kommentaren geschrieben, eigentlich habe ich schon verloren. Und ich möchte dem nicht unbedingt widersprechen, es wird sehr schwierig hier noch zu gewinnen, weil ich am Anfang weder Fleisch noch Fisch gespielt habe, wie es jemand formuliert hat. Und damit hat er recht, denn ich habe mir hier irgendwie alles offen halten wollen und gerade mit Kultur, Tourismus und Glauben davon allen ein bisschen genommen, hier Traditionen aufgemacht, die Frömmigkeiten fast aufgemacht, die Ästhetik. Bei der Frömmigkeit ist es so, dass wir den Bonus Reformationsglaubenssatz bekämen, einfach so, wir brauchen da keinen großen Propheten für. Von daher wird das unser mittelfristiges Ziel sein, hier relativ schnell hinzukommen. Aber ihr seht schon, wir brauchen im Moment 42 Runden für die nächste Sozialpolitik und das ist einfach viel zu viel für die beiden Sozialpolitiken, die wir da freischalten müssen. Wäre das 80 Runden, wir sind gerade mal bei Runde 100, also die Hälfte des Spiels nochmal, wenn wir nicht hier noch was machen. Das Orakel wird gerade produziert, das wird uns eine freie Sozialpolitik bringen, aber ich wüsste nicht, wie wir hier noch groß an Kultur kämen sollten. Schauen wir mal, Venedig ist auch so ein Problemfall, die gehen auf Kultur. Wir wissen auch nicht, ob vielleicht Brasilien eins der unbekannten Länder ist, die hier noch mitspielen. Wenn die dabei wären, ist der Zug eh abgefahren, von daher würde ich sagen, wir konzentrieren uns nicht mehr auf den Kultursieg. Das ist utopisch. Haha, Utopia bauen. Ja. Natürlich ist es utopisch. Selbst wenn wir auf den Kultursieg gingen, wäre es ja utopisch. Aber wir müssen ja nicht mehr Utopia bauen. Ja, das ist ja auch wieder anders. Sondern, ja, uns bleibt Eroberung nur noch. Das ist aber auch schwierig. Wobei wir es ja nicht ganz so schwierig haben, wenn wir Venedig und Berlin erobern würden, wären wir Herrscher über den kompletten Kontinent und würden so ein globales Powerhouse werden, dass es die anderen dann doch sehr schwer haben werden. Aber es wird wohl darauf hinauslaufen. Bismarck scheint uns ja aber technologisch sowas von weit überlegen zu sein, dass wir da auch Probleme haben werden, ihn zu überrumpeln. Ich schaue gerade mal in der Demografie. Und ihr seht schon, letzter Platz, der gehört hier fast überall uns, bis auf Land und Soldaten. Land ist klar, weil Venedig da nur eine Stadt hat. Soldaten auch. Durchschnitt, wo sind wir? Erster Platz. Ja, wir sind da knapp über Venedig und wir haben schon zwei Städte. Aber der ganze Rest ist wirklich fertig waren. Ich denke mal, das ist die Produktion, ne? Millionen Tonnen. Ist auch nicht wirklich das Beste. Erdertrag ist Nahrung, Fertigwaren ist Produktion, Bruttosozialprodukt ist eben Gold. Landmenge, Soldaten, Zustimmung 100%, da schau her. Und da sind wir auch letzter, die Leute mögen uns nicht. Alphabetisierung sind wir auch letzter, 16% nur. Und da ist Bismarck eben der Erste mit 28%. Das bedeutet, er ist technologisch die am weitesten fortgeschrittenste Nation. Und deshalb müssen wir uns jetzt was einfallen lassen. Ich würde sagen, wir sorgen mal dafür, dass die beiden Städte hier nur so ein bisschen, ja, wenn das mal nicht zu Problemen führt. Wir lassen diesen Bogenschützen mal außerhalb der Reichweite von den Speerkämpfern. Wobei, haut drauf, ne? Die kommen ja eh nicht raus. Und wenn, sind sie so angeschlagen, dass sie sich damit hier... Ach, jetzt ist er aber... No. Jetzt kommen die Deutschen und schnappen sich die. Ja, und damit wäre es dann auch mit dem Glaubensfarmen dahin. Ja, baut doch die Straße, warum denn nicht? Ja, wenn wir hier erstmal unsere Luxusgüter beackern und bekommen, dann geht es uns ja auch alle besser. Dann mögen uns ja alle. Ich glaube, Zustimmung könnte Zufriedenheit sein. Zustimmung könnte Zufriedenheit sein. Kann das sein? Schauen wir mal. Demografie, Zustimmung... Das wissen wir leider nicht. Ach, da sind wir wenigstens nicht letzter. 75%. Weiß ich mal, wie sich das berechnet. Ja, ihr seht schon, ich bin trotz vieler, vieler Jahre Civilization-Erfahrungen nicht mit jedem Spielkünstler vertraut, aber im Hinblick auf das Tutorial
Worauf ihr immer noch wartet, ich weiß, aber es hat sich abermals verzögert. Ganz einfach deshalb, weil ich jetzt mehr oder weniger, oh, soll ich immer auch noch Gold und bekommen da weniger Wissenschaft. Offene Grenzen, ja, warum nicht? Es hat sich verzögert, weil ich mehr oder weniger beide Folgen jetzt gleichzeitig mache. Ich nehme mir jedes Spielkonzept einmal vor und überlege mir, passt das da rein und versuche da das so ausgewogen wie möglich zu machen. Vor allem habe ich da gedacht, ich fange wirklich damit an, Rechtsklick bewegt die Truppen. Klick auf die Stadt, öffnet das Stadtfenster. Ich gehe aber davon aus, dass das unnötig ist. Weil man, wenn man sich eine halbe Stunde hinsetzt, das auch von alleine feststellt. Und deshalb ist mich eher dann auf die Strategien. Auf die Strategien. Wir müssen was mit unserem Gold machen. Was machen wir mit unserem Gold? Wir brauchen. Was nun? Wir müssen Zeug verkaufen, ne? Was ja, bleibt jetzt nichts anderes übrig. Wir sind zufrieden genug, um das Marmor verkaufen zu können. Mir wurde gesagt, ist er denn freundlich? Ja, er ist freundlich. Mir wurde gesagt, der Computer zahlt jetzt auch 360 Gold. Das hat doch bestimmt der Enrico. Der ist auch freundlich. Ja. Luxusgüter, Marmor. Wobei, Gewürze müssen wir doppelt bekommen, oder? Da unten habe ich Gewürze gesehen. Dann, aber er hat gar nicht so viel. Dann mach mal 200 auf Tash und guck mal, ob er uns noch so viel gibt. Nee, ich gehe davon aus, dass das bei 200 bleiben wird. 260. No. Das nimmt das schon nicht an. 230 auch nicht. No. Wir sind bei minus 9, ne? Ja, aber guck mal, 7 vielleicht. Da ist er, ist er zu. 6 Goldbrone nimmt er an. Der ist ja zu sehr Kaufmann, als dass er das machen würde. Und Deutschland was können wir vielleicht noch das ein oder andere Pferdchen verkaufen. Was habt ihr gesagt? 4, ja, warum nicht? Das sieht gut aus. Nee, so nicht. 6 Gold pro Runde. 5 Gold pro Runde. 4 Gold pro Runde. 3 Gold pro Runde. Das sind 60, komm. 60 für 4 Pferde. Macht er nicht. Machen wir auch nicht. Außerdem willst du gar nicht an ihn verkaufen, sondern lieber an Enrico, der ist nicht so militärisch geprägt. Vielleicht kann er da eher was mit anfangen. Aber er will uns auch nichts geben. Guck mal, 240 vorschlagen. 100. Nee, umsonst gehen wir die Pferde dann auch nicht her. Das wäre ja totaler Kokolores. Und jetzt stellen wir dich noch hier in den Wald. Und gut ist. Wir können auch Militär abbauen, aber das möchte ich nur ungern, weil wir dann noch ein leichteres Ziel wären. Wobei dieser Krieger hier zum Beispiel, der ist also echt. Oh, mit dem tue ich mir schwer. Aber nee, ich kann mir sehr gut vorstellen, ihn genau dann zu brauchen, wenn wir ihn auflösen. Allein schon, um Bismarck zu zeigen, dass wir doch noch kämpfen können. Staatliche Hochschule wäre sehr nice, aber wir brauchen eigentlich Geld. Unhalt 2, Glauben plus 2, Kolosseum, Stadtmauern, Kornspeicher. Würdest du was davon haben? Weizen, Bananen, Wild. Wild hast du? Ja. Dann würdest du wenigstens wachsen. Und dann nochmal, das wären 3 Nahrung. Schauen wir mal in Krakau, sie haben plus 2,3 Nahrung. Ja, das wäre jetzt fast das Doppelte, ne? Gut, nehmen wir das. Ja, den Krieger möchte ich behalten, den können wir ja später dann zum Schwertkämpfer upgraden, wenn wir denn da mal Eisen haben sollten. Was demnächst passiert? Was demnächst passiert, hoffe ich doch. Und haben wir überhaupt schon die Eisenverarbeitung entdeckt? Das ist natürlich auch eine gute Frage. Die Straße ist fertig und jetzt haben wir wenigstens wieder einen ausgeglichenen Staatshaushalt. Die Straße kostet zwar 1, 2, 3 Gold pro Runde, aber zwischen Krakau und Warschau, das sind zwei relativ große Städte, das passt schon. Wie lange brauchst du noch? Du bist nächste Runde fertig, dann kannst du eine Runde rüber. Dann die Färbemittel dir klar machen. Dann mach mal noch das Wild, bevor du das zweite Eisen dir holst, weil das dann wunderbar mit dem Kornspeicher in Krakau zusammenpasst. Das nenne ich mal Timing. Und dann sollten wir uns überlegen, noch eine dritte Stadt zu gründen. Nur wie und wo. Hier ist nice. Oder hier auf dem Hügel, aber dann haben wir keinen Fluss. Dann hier. Wenn man Fluss, Fisch, Wild für Wachstum, Eisen für Produktion, Gewürze und Seide für den Luxus. Wir würden mit Warschau genau nur dieses Feld hier teilen. Das machen wir.
Einheit benötigt Befehle, das ist klar, dass du das hier machst. Wir haben genug Glauben gesammelt, um eine Einheit kaufen zu können. Wir haben schon total verbessert. Ich hätte gern einen großen Propheten. Ja. Dann warten wir noch so lange. Missionar brauchen wir jetzt nicht. Unsere beiden Städte sind ja schon egozentristisch. Wenn wir unsere Religion verbreiten wollen. Wobei, mit dem Missionar können wir das schon in Berlin machen. Dann haben wir Venedig davon abgehalten. Das wäre nicht verkehrt. Der Missionar ist insofern gut, als dass er einmal mehr die Religion verbreiten kann und andere Religionen aus der Stadt verbannt. Aber da Deutschland da noch keine Religion hat, machen wir das. Das machen wir. Dann nehmen wir in Krakau Kauf Missionar. Und du machst die Plantage. Claro. Die Technologie Fallenstellen ist noch nicht entdeckt. Wow, sind wir weit hinten. Apropos, wie sieht's denn aus? Drama und Dichtung ist dafür bald erforscht. Und wir bekommen gleich unsere freie Sozialpolitik, wenn wir nicht um eine Runde geschlagen werden. Und da ist das Orakel. So, wir können eine freie Sozialpolitik wählen. Kostenlos Kulturgebäude? Nee. Wir nehmen Städte mit Mehrheitsreligionen, erhalten auch den Pantheon-Glaubenssatzbonus der zweitbeliebtesten Religion. Das bringt uns gar nichts. Aber, wie gesagt, die Reformation bringt uns halt umso mehr. Mir wurde gesagt, dass der Bonusglaubenssatz sowas von gut ist, dass es sich auf jeden Fall lohnt. Die Alternativen wären ein großer Künstler, mit dem könnten wir unseren ersten Tourismus anleiern, indem er ein großes Kunstwerk erstellt. Oder aber die Kulturzentren schneller errichten. Aber das brauchen wir noch nicht. Wir nehmen die religiöse Toleranz im Hinblick darauf, dass wir dann den Bonus-Reformationsglaubenssatz durch die Reformation bekommen. Tempel erhöhen die Goldproduktion ist natürlich auch nice, gerade im Hinblick auf das hier, aber wir möchten den Bonusglaubenssatz haben, der, wenn er denn wirklich so gut ist, wie wir alle sagen, dann auch so einiges bringen sollen müsste. Hamburg ist schon 15 groß, das ist unglaublich. Ja, dann geh erstmal nach München, dann gehst du nach Berlin. Da haben wir schon mal zwei Städte abgesichert. Orakel beendet. Staatliche Hochschule, das wäre zwar schön, aber wir müssen hier mal die Felder umstellen auf Gold, das eine oder andere. Es war schön, dass wir schnell wachsen, aber wir brauchen mehr Gold und das bekommen wir nur von diesen beiden Feldern und die sind schon bewirtschaftet. Aber schau mal, da macht die Produktion schneller. Und bauen eine Karawane. Wir können Karawanen bauen. Sehr gut. Das bringt uns dann hoffentlich... Ah nee, das ist dann nur für Krakau, ne? Ja. Ich glaube nicht, dass die Reichweite so groß ist. Haben wir schon Karawanenhof? Können wir denn schon bauen? Haben wir denn schon gebaut? Nee, wir können ihn auch noch nicht bauen. Ansonsten... Ich glaube, im Karawanenhof würden... unsere Karawanen so weit laufen können, dass sie es bis nach Venedig schaffen. Ja, bau mal Karawane, das ist immer noch besser, als jetzt irgendwas zu bauen. Der Parthenon wurde schon, glaube ich, gegründet, gebaut. Schriftstellergilde, Amphitheater, Nationalepos, alles valide nationale Wunder. Beziehungsweise im Amphitheater. Was ist würden wir da auch kostenlos bekommen, wenn wir die entsprechende Sozialpolitik wählen würden. Den langweiligen Teil. Alfred Hitchcock wird hier zitiert, das gefällt. Ja, dann machen wir Fallenstellen, damit wir auch wissen, wie das funktioniert. Damit wir nicht nur Gedichte drüber schreiben, sondern das auch wirklich benutzen. Geld, 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 Geld. Sag mal, haben wir nicht, was hätte er denn gern? Großer Wissenschaftler, Naturwunder entdecken und großen General erforschen. Oh, die Ressource Seide ans Handelsnetz anschließen. Das bekommen wir sogar hin. Und dann würden wir Pelze von Buenos Aires bekommen, wenn wir uns mit ihnen verbündeten. Da haben wir aber wieder das Geld dazu. Und der große Wissenschaftler, der wird auch nicht passieren. Ja, da haben wir jetzt gerade erst angefangen, überhaupt den zu produzieren. Und in Krakau, die produzieren gar keine großen Persönlichkeiten. Schade eigentlich. Ja, wir müssen mehr Zeug verkaufen. Wir haben jetzt Gewürze schon
zweimal. Ja, wir müssen uns wieder von was trennen. Was nun? Mit Deutschland mal wieder. Vorwärts. Oder hat Enrico. Ah, nee, Enrico handelt mir zu viel. Was nun? Ja, mir, da bleibt uns nichts anderes übrig. Das macht sie zwar glücklich, aber uns dafür ein bisschen reicher. In Ordnung. 6 Gold pro Runde. Und jetzt sind wir unglücklich. Auch das noch. Wie soll man denn da bitte den Siedler bekommen? Beziehungsweise, wie soll man denn da die nächste Stadt gründen, die uns dann fehlt, wo uns dann die Zufriedenheit fehlt, um die Stadt auch weiter betreiben zu können. Da bietet sich natürlich jetzt das Kolosseum an und das werden wir auch bauen, um der Unzufriedenheit entgegenzuwirken. Außerdem bekommen wir eben mit den Färbemitteln wieder +4, dann sind wir im Plus. Dann können wir diese Gewürze noch dazu nehmen. Petra von Bismarck erbaut. Wo hat er die denn gebaut? In Hamburg? Ah ja. Oh ja, hat er gut gemacht. Wir verbreiten unsere Religion. Sie drehen zum Ingonzianismus über, hoffe ich mal. Oh, ein Anhänger fehlt. Ah ja, genau, wenn wir das gemacht haben, bekommen wir 100 Gold. Sehr gut, damals richtig entschieden. Und dasselbe gilt dann auch für Berlin. Dann hätten wir vielleicht doch lieber den großen Propheten nehmen sollen. Wobei der auch nur, glaube ich, 1000 ausrichtet. So, Handelswege errichten. Ah ja, Buenos Aires. Das ist doch schön, aber... Dann machst du folgendes, dann gehst du nach Krakau, von dort aus ist es nicht so weit nach Buenos Aires. Dann schauen wir mal, ob wir da mal Geld bekommen. Und hier, na, Kolosseum brauchen wir eigentlich nicht. Jetzt bauen wir da eins. Schriftstellergilde für die Schriftstellerplätze. Oder halt staatliche Hochschule. Wir machen die staatliche Hochschule, um nicht komplett wissenschaftlich hinten dran zu bleiben. Da wissen wir, was wir haben. Das passt dann schon. Und dann können wir uns auf die Wissenschaft auch ein bisschen mehr konzentrieren. Da bin ich wieder. Die Karawane ist in Krakau angekommen. Handelsweg. Ja, wir können jetzt entweder für 4 Nahrung nach Warschau oder dann doch für ein bisschen Geld nach Buenos Aires. Und das können wir gut gebrauchen. Und jetzt sind wir finanziell, stehen wir gut da. Wir sind glücklich. Da passt doch alles. Wunderbarst. Ich kaufe uns dieses Geländefeld, damit wir gleich an die Gewürze kommen. Die Forschung ist auch fertig. Optik wäre nicht verkehrt, damit wir... Wir können doch jetzt schon Trieren bauen. Warum machen wir das in Krakau nicht? Weil wir noch nicht dazugekommen sind. Genau, die Eisenverarbeitung haben wir noch gar nicht entdeckt. Das bedeutet, wir müssen uns für irgendwas entscheiden. Zum Beispiel öffentliche Verwaltung wäre super nice. Gerade im Hinblick auf den Pikenier. Nee, guck mal. Dann haben wir Reiterei. Das ist immer gut. Dann können wir Karawanenhöfe bauen. Mathematik für Katapult. Das ist uns jetzt noch egal. Dann die Währung, um uns... Oh, das heißt, Bismarck ist schon... Ja, Bismarck ist ja schon im Mittelalter. Doch, wir gehen auf die öffentliche Verwaltung. Oder Theologie. Wenn wir die Theologie entdeckten, wären wir im Mittelalter und bekämen eine freie Sozialpolitik dafür, dass wir das nächste Zeitalter erreicht haben. Bekommen einen Garten, der würde uns gut zu Gesicht stehen und jede Menge verschiedene Wunder. Dann machen wir jetzt die Theologie. Ganz einfach deshalb, weil wir dann das neue Zeitalter rucki-zucki erreichen. Er freut sich, dass wir alle Freunde sind. Das machen wir immer, das sind wir gerne, da sind wir dabei. Und das Eisen ist fertig. Jetzt haben wir 8 Eisen. Das können wir auch an den Mann bringen. Auf jeden Fall. Wir brauchen keine 8 Eisen. Wir brauchen nicht mal ein Eisen. Salut. Was gibst du mir für 5 Eisen? Gold pro Runde, Goldpferde. Pferde brauchen wir nicht. Früher waren es, glaube ich, 35. Das heißt 70, 140, 175. Vorschlagen. Und das sagt er. Ja. Wunderbar. Dann... Bauen wir natürlich unsere Plantage fertig. Und haben jetzt einen Mitarbeiter. Einen freien Mitarbeiter. Den können wir einsetzen im Büro oder aber auch im Kundenkontakt. Was gibt es denn noch? Hier, genau. Da kann er die Fallen stellen. Er freut sich auch. See, Business as usual. Und Lautzahn hat uns entdeckt. Verkaufen wollen wir ihm nichts, aber Botschaft annehmen. Dann sehen wir nämlich, wo er ist und er ist hier. Kopenhagen, das Kopenhagen-Problem. Erweist sich schon, steht in großen Lettern in der Zukunft das berühmte Kopenhagen-Problem. Hängende Gärte von Bismarck vollendet, da klaut uns auch jedes Wunder. Naja, wenn wir dann Berlin erstmal eingenommen haben, gehört das ja alles uns.
Gewürze für Bismarck fertig. Sind wir jetzt glücklicher? Nein. Haben wir denn jetzt Gewürze? Hildai. Nur eins. Sehr gut. Dann haben wir jetzt alle Gewürze, die wir haben wollen. Aber wenn er hier fertig ist, dann können wir die schon wieder traden. Und der Koloss vollendet. Dann können wir die schon wieder traden. Sind dann entweder glücklicher oder noch reicher. Und plus 7. Oh, wir haben schon wieder einiges auf der Bank. Sehr gut. Jagdlager errichten. Es wäre offene Grenzen annehmen. Wir machen mal so, als ob wir uns gut verstünden. Unsere Armee ist top finanziert. Und dann wird es Zeit, nach der staatlichen Hochschule einen Siedler zu bauen. Oh, und das Kolosseum ist auch gleich fertig. Das jetzt eigentlich fast schon unnötig ist. Aber das passt schon. Enrico ist erster. Forschungsabkommen muss ich leider ablehnen. Das Geld ist mir zu wichtig, als dass es für Forschung rauszuschmeißen. Warum wir Forschung rausschmeißen, wenn man sich auch Militäreinheiten davon kaufen kann? Ich sollte niemals ein Land regieren. So, Tempel, Amphitheater, Stadtmauern, Kaserne, Schriftsteller, Gilde, Nationalepos, Schriftsteller, Gilde, Karawane. Ohne Karawanenhof ist das blöd. Arbeitsboot, wir können hier Fische fischen. Das machen wir. Pyramiden, ach, die sind aber spät gekommen. Sag mal, da hat Bismarck aber auch, glaube ich, ganz viele Fässer hier aufgemacht. Noch 6 Runden bis zur nächsten Sozialpolitik und dann 7. Dann können wir ja auf einen Schlag die Frömmigkeit fertigstellen. Dann bekommen wir einen großen Propheten und heilige Stätten produzieren plus 3 Kultur. Einen großen Propheten, den können wir immer gut gebrauchen. Und dann sparen wir uns den auch hier zusammen. Dann haben wir fast schon 2 große Propheten. Was soll man mit dem alles machen? Eine heilige Stätte wäre gut und den Rest, heilige Stadt sogar, den Rest des Kontinents natürlich auf unsere Seite bringen, auf die ekonomistische Seite. So, die staatliche Hochschule ist fertig und ist auch für diese Folge. Dann verabschiede ich mich jetzt schon mal. Oder? Nee, warte. Oh, wir können ein Sägewerk bauen. Bringt uns das was? 1, 2, 3, 4. 4, 5 Felder. Ja, für die Zukunft. Aber ich glaube, es ist wichtiger, wenn wir die Straße zur neuen Stadt, die kostet halt ein Heidengeld. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Felder. Warschau baut den Siedler. 7 Runden nur, wunderbar, da gehst du auf den Produktionsfokus, dann sind das immer noch 7 Runden, dann gehst du wieder auf Standardfokus, dann haben wir auch ein bisschen Geld verdient. Ja, dann machen wir das so. 5 Runden bis dahin, das ist eine dritte Stadt, glücklich, zufrieden, reich, ein Handelsweg ist möglich, Karawanenhof bauen, sobald wir ihn bauen können, dann bauen wir da auch noch die zweite Karawane. Glauben... Das dauert auch nicht mehr lang. Und dann gibt es mal wieder so einen kleinen Boost in der Hoffnung, dass wir dem einen oder anderen Mitspieler hier dann doch ein bisschen Angst einjagen können. Wenn wir schon nicht mehr dran glauben. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Egonson.